Hallo und willkommen zurück zu Bloodborne. Ich bin Teixter. Und wir haben dieses riesen Schlangenviech als letztes besiegt. Und sind immer noch in dem grausamen Wald. Und wir können hier runterdroppen, sehen da hinten ein Tor und ein Item und einen Gegner, aber wir tun das nicht. Weil dieses Gebiet verstört mich und da will ich auf gar keinen Fall komische Wege gehen. Deswegen gehe ich jetzt einen komischen Weg, um das zu beweisen. Wie ist gefühlt nichts. Frenzied Cold Blood. Okay. Okay, für die kleinen Schlangen gehen wir hier wieder zurück. Wir halten uns weiter so weit rechts, wie es geht. Oh, so ein Typ. Ich habe halt wirklich kaum noch. Okay, jetzt sind wir wieder an dem Weg angekommen. Das heißt, wir gehen zurück und gehen den Weg und das ist jetzt alles nochmal von der linken Seite. Was ist denn hier? Holy shit. Zwei? Au. Du Heiliger. Das überlebe ich nicht gegen zwei. Vielleicht mit. Kann ich hier von oben drauf werfen? Das wäre jetzt. Okay. Holy crap! Wer bist du und wo kommst du her? Holy crap! Holy crap! Okay, nice. Okay, ich muss offensiver gegen die vorgehen. Ich darf nicht so auf Distanz bleiben, weil die haben eine weite Reichweite. Aber ich habe ja relativ viele Molotows. Habe ich den einen jetzt da rausgepult? Ich glaube nicht. Nee. Ich frage mich, wo der Dicke herkam. Hab ich hier eben übersehen habe. Kaum Olse. Holy crap! Holy crap! Ja, war klar. Ach Gott, ey. Ach, verdammt. 18.000 Blood Echoes liegen da. Boah, da sind ja so viele Gegner. Aber ich habe mich rechts gehalten. Ich hätte gern das Item noch. Also ich sag mal so, das wird bestimmt eine verdammte Quicksilver-Bullet-Verschwendung da. Weil. Weil. So. Da rein. Dankeschön. Ah, okay, hier muss ich mir wieder angewöhnen, den Fahrstuhl von alleine wieder hochzufahren. Da geht es folgendermaßen. Machen einfach so. Nee, der sieht mich nicht, okay. So. Ach du Scheiße, wir waren doch schon ganz schön weit im Prinzip, oder? Kann ich auch hier runterdroppen, oder? Haben uns ja eh rechts gehalten. Okay, Jump hat funktioniert. Okay. Da liegt ein Item. Sure. Holy crap. Okay, ich versuche sie mal.
Ja, da war ich schneller. Okay, Blatt war Maximum. Twin Bloodstone Shards, nice. Okay. Ach, da war das Item. Ja, damit sind, kommen wir schon mal ganz gut weit, ne? Machen wir mit dem. Leap Attack. Noch nicht. Die Jump Attack für die ist immer noch am besten. So. Wie viel Tausend hat er gerade gegeben, der Kutike, ey? Gegen den will ich eigentlich nicht. Bist du aggro? Och Mann. Warum? Guck mal, da verstehe ich, das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe nicht, warum der nicht geparried hat. Ich will ja nicht. Komisch, ey. Alter! Ach Gott, das ist scheiße. Die Typen sind scheiße. Aber klar. Jetzt. Ich weiß warum. Ich weiß nicht, ich habe den dreimal in der Attacke getroffen. Aber pariert habe ich ihn damit trotzdem nicht. Also ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das stört mich echt immer noch. Ich glaube, es wird mich immer stören. Komm, ich kann hier oben drüber laufen. Finde ich jetzt cool, wenn ich das kann. Vor allem bringt mir das was. Mann, gibt's hier auch noch. Wo zur Hölle bin ich und warum? Ey, hier ist ein Item. Aber du bist auch hier, ne? Wollte ich nicht mehr. Das wollte ich eigentlich. So. Twin Bloodstone Shards. Die kann ich bestimmt runtertoppen, oder? Das sieht so aus, ne? Dass das begehbar wäre. Hier gehören wir an. Admins Knowledge. Ah, hier bin ich jetzt richtig. Holy crap. Hier bin ich nicht richtig. Da ist der. Moment, ich war dann auf der rechten Seite weiter. Ah, genau. Das kommt mir auch bekannt vor. Hier unten. Ah, hier sind meine Blood Echoes. Okay. Schon wieder 24k. Na, das wollte ich nicht. Wie ich immer die falsche Richtung drücke. Schön hier. Aber der chillt da hinten, ja. Okay. Danke. Liegt bei dem hinten noch ein Item? Das gucke ich noch kurz nach. Scheiße, ja. Holy crap. Okay, nochmal. Ah, okay. Da muss ich erst ein Kram machen lassen. Gut,
Okay, Moment. Okay. Not every, okay, das sagt auch. Fail to quiet every. Und jetzt. Nice. Okay. Deep Sea. Hey, eine Rune. Murky Blood Gemstone kann ich eh nicht benutzen, weil ich keine Waffe habe, die das verträgt. Deep Sea. Add Frenzy Resist. Er steht ja sogar rechts, was der Dings ist. Physical Damage Reduction, Slow Poison Resist. Ordentlich. More Echoes from Slain Enemies. Temporary Boost to Transform. Okay. Okay, auf der rechten Seite habe ich ja alles abgeklappert. Nein, das wollte ich doch schon wieder nicht, ja. Ah, fuck you. Das habe ich befürchtet. Auch perfektes Timing hat er gehabt, ey. Rune Rates ahead. Den habe ich ja schon geholt. Da oben war ich schon. Oder? Ja, genau, da war der Dicke, glaube ich. Ne, war er nicht. Ah, ne, war nur das Item. Warte mal. Hier lag nur ein Item, ne? Stimmt. So. Ich kann hier runterrollen. Okay, jetzt sind wir wieder auf der Street. Hier war ich auch noch nicht. Das sind Vetter, die mich lieber da stehen lassen. Sagen, jetzt gehe ich mal auf die linke Seite und dann zurück. Ich höre ein Schwein, oder? Von hinten? Nice und oh, das sieht so hammer ekelhaft aus, ey. Was gibt noch? War nicht der Plan. Haben wir ganz viele Blattwald hier. Ah, du. Ja, hättest du wohl gern. Alles wieder Gold. Okay. Machen wir doch. Okay, der hat aber auch. Das Schwein hat die alle gerufen, kann das sein? Ja, ne? Muss sogar sein. Okay. Nice. Okay, ich bin ja da recht vorsichtig. Das wird schon Ding auch noch Blattwalz. Dann werde ich echt zugeschüttet. Okay. Okay, jetzt bin ich hier oben. Graveguard Rope, Graveguard Manchets, Graveguard Kilt. Okay, da oben liegt auch noch ein Item. Wie bekomme ich das? Wenn ich hier rumgehe irgendwie? Muss hier so oder so runter. Aber. Ah, da sind Schlangen. Da ist auch eine Schlange. Okay. Neue Armor. Wow, nice. Die haben gute Werte. Richtig gute Werte. Rope of Doors. Graveguard of the Forbidden Woods. Countless bodies, ritual tools hang from its back. Okay. Willem kept two loyal servants back at Bergenworth. When they were sent into the labyrinth, they encountered the Eldritch Truth and went mad. One became the Password Gatekeeper. Okay, also der nicht mehr so ganz am Leben ist. While Dawes became a Graveguard of the Forest. Both remained loyal, even in madness. Moment, das ziehen wir an. Ah, den Head haben wir nicht. Vielleicht gibt's da noch. Gibt's ja kein Head zu. Vielleicht gibt's da noch einen. Ah, 40, 60, okay. Graveguard killed. Nur das oben. Fashionborn. Nein.
Nein, der muss die. Hab ich jetzt ein Jump-Attack-Problem? Ne, jetzt. Ah, ist okay. Gut. Die Axt gefällt mir. Die ist irgendwie auch cool. War ich hier schon? Ich gehe mal hier hoch. Kommt mir so familiar vor. Timberstone Sharks. Ah, da unten ist ein Miss Piggy. Okay. Okay, ich gehe mal weiter hoch. Also, boah. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe mal hier lang hoch. Zurück quasi. Hier ist nix. Da liegt nur ein Item. Achso, das ist Blood Vial. Genau. Hier geht's hoch. Hier war ich. Genau, hier wollte ich hier so zurückgehen. Oh. Schnell runter. Angst vor der Ding. What the fuck? Where the fuck am I? What the fuck did just? Holy crap! Was sind das denn für Viecher? Wabbel, wabbel. Wubbel, wubbel die Bubbel. Holy shit! Die sehen ganz schön squishy aus. Ich glaube, behalte ich mal die Axt lieber. Was sind das für Viecher, ey? Alter, voll die Aliens. What the f... Alter. What the... Die Sounds. Nein, ich... Keine Gegner. Holy crap! Schießen. Holy crap. Wo ist der denn hingefallen? Nein! Oh, meine R1-Taste klemmt wieder. Alles gut, ich lebe noch. Wo ist denn deine... Ist der in den Boden gefallen? Oder durch den Boden? Oh, Tempering. Nice, 3! Alter Verwalter. Anti-Clockwise Metamorphosis. Okay. Rune, krasse Rune. Boost Max Stamina, 10%. Nice. Nice! Noch ein Wabbeldi. Na, mal gucken. Ob Squishiness auf dem Plan steht. Okay, die macht wirklich mehr Schaden. Ist aber langsamer. Arcane Blood Gemstone. Okay. Krasser Shit. Mal meine Notes angucken, habe ich auch schon lange nicht. Oh, erstmal Item. Naja. Notebook habe ich hier hingelegt. Notes made. Fein 13. Foul 2. Okay. Das war noch, bevor alle gespielt haben, Hype. Okay. Gehen wir hier weiter. Ach Gott. Ich halte mich rechts, weil da bin ich auch runtergefallen. Kein Boss, kein Boss, kein Boss. Gut. Weil ich bin ja vor der Schlange geflüchtet. Sind keine Gegner? Oder was? Liegt ein Item? Moment, das kenne ich hier doch. Oder? Ich, ach, hier! Na klar, hier bin ich doch eben schon lang gelaufen. Hier bin ich hochgelaufen, genau. Ich hatte Angst vor der Schlange, deswegen bin ich da runtergerollt, wie so ein Irrer.
Sollen wir uns vorbeischleichen? Das geht aber nicht, weil die steht mitten auf dem Weg. Oh, Schleich. Schleich, Mick, Schleich. Okay, da bin ich wahrscheinlich in dem Ziel der Schlange. Bin ich hier? Ah, hier war ich schon, genau. Hier bin ich jetzt wieder in der Schlucht. Oh, crap. Nein, nicht rein. Mann, ey, ich kann das null unterscheiden. Also, ich weiß nicht, wo die Hitbox ist. Weil ich denke eigentlich, ich habe ihn getroffen. Mit dem Hammer. Aber anscheinend nicht. Also, es ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist ganz seltsam. Einmal die Straße über. Kann ich mir die Straße überqueren, ne? So, man muss quasi an den dran landen. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Straßenseite. Da liegt ein. Aber ich höre Geraschel. Ja, nein. Da drüben. Kann ich jetzt runterdroppen und das Item holen? Ich weiß es halt nicht, weil hier war ich noch nicht. So, da ist die dicke Schlange. Ja, klar. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier runterdroppen. Das Item hier holen. Schön Platz und schauen uns das. Holy crap. Okay. Quasi direkt wiederbekommen. Ich irgendwo droppen. Hier kennt das eine Item, was weit oben liegt. Deswegen war ich hier auf dem Weg. Ey, dieser Wald, ey, echt. Weiß ich, kann darüber springen. Oh, ja, kann ich. Ist das das Item? Da ist der Hut. Tatsächlich. Sieht ganz schön scary aus. Ich finde den cool. Die Ball denn. Genau, hier war ich eben. So. Okay, wir waren ja hier. Hier ging's runter. Hier, und hier war auch irgendwo so ein Piggy, glaube ich. Ich höre nur, ich sehe nichts. Das macht mich irre. Da hinten ist Piggy. Use of terrain is effective. Ich weiß nicht mehr gegen was. Oder wen. Warte mal, wenn da Piggy ist. Suchen wir Piggy. Wo ist Piggy hin? Angst vor Piggy. Okay, wir verpissen uns mal. Rennen, Schlampe! Ich passiert hier nichts. Ah, hier ist dieser. Okay. Bevor ich mich mit Piggy anlege. Was war hier? Hier geht's hoch. Okay. Das um. Ich hab 11, ja.
gucken, ob ich den richtigen Moment. Holy crap! Nice. Alles gut. Oh Gott. Tempering Blood Gemstone. Ich habe jetzt geile Gemstones auf jeden Fall. Hier ist was. Ist das etwa die Möglichkeit, die ich gesucht habe? Ist das die andere Mühle? Ja, ne? Ja. Oh, wie bin ich denn hier hingekommen? Gab es hier irgendwie einen schnellen Weg? Ist immer noch besser, als durch den ganzen Wald zu laufen, oder? Das ist die zweite Mühle. Achso, ich musste einfach nur raus. Genau. Da runter? Hier runter? Ah, ich verstehe schon. Okay, das wird der nächste Shortcut sein. Hup. Hab verstanden. Shortcut activated. Ist jetzt 10 Boss? Nee. Anscheinend nicht. Hier runter. Mal gucken. Gegen Piggy. Na, das passt schon. Komm, uns anschleichen. Jetzt. Zum Glück. Oh Gott. Zum Glück ist es. Gut, die Piggies, die mag ich. Auch wenn es super ekelhaft ist, dass man den quasi den. Den Dickdarm. Also. Irgendwie rausreißen will. Oder den Magen. Oder keine Ahnung, wie weit man da kommt mit der Faust. Ist da noch was? Das sieht so secretmäßig aus, der liegen Items. Oh, hi. Was sehen wir da? Oh, der kotzt. Nein, nicht mich ankotzen. Ich überwältigen lassen. Hinter ihm! Kann nichts machen. Mein Gott, die Kamera ist wahnsinnig gut. Sedatives? So, genau, ich habe. Genau, erstmal gucken, was Sedatives machen. Dissipating Lake? Dissipating Lake? Rune? A Lake Rune. Increases Bolt Damage Reduction. Okay, 5%. Gar nicht mal so kacke. Holy crap. Wo war ein Piggy? Hier steht ein Piggy, oder? Der hat hier hingeguckt, aber hier ist nichts. Okay. Da rechts hoch. So. Gucken, reicht das? Okay. Also wenn die so alleine sind, mit viel Platz, geht das auch. Piggy. Okay, zwei von denen genau.
Holy crap! Ah, schade. Krieg ich nicht wieder. Oh, Sharp Blood Gemstone 3. Holy crap. Ich glaube, ich muss mal upgraden gehen gleich. Ist hier noch was? Nee. Ist da hinten Foggate? Das allererste Foggate, was ich sehe, ohne dass es ein Boss ist. Also ohne das. Also das allererste in Bloodborne überhaupt. Außer du hast den Boss gegen den Boss schon verloren. Obwohl, da unten ist wenig, verdächtig wenig los. Vielleicht ist das ja ein Foggate nach dem Bossfight. Das jetzt noch zu ist. Okay, gehen wir weiter. Okay. Ist das schlammig? Sieht lustig aus. Gehen wir hoch, bevor wir runtergehen, weil darunter geht's. Hier ist ein Tor. Mann. Dankeschön. Gott. Ja, bevor du mich greifen kannst. Ah, okay, Moment. Ich bin echt zugeschüttet mit Blattwalze. Clockwise Metamorphosis. Das ist das Gegenteil von dem, was wir schon mal was wir davor gefunden haben. Das war Anti-Clockwise, also entgegen dem Uhrzeigersinn. Max HP, Max Stamina. Nice. Beide nice. Das ruft ja nach Hunter's Dream und mal wieder einer übelst langen Folge. Hier ist nichts, okay. Also 53k. Wenn das nicht nach Hunter's Dream ruft, dann weiß ich echt auch nicht mehr weiter. Wo bin ich? Warum ist hier so komisch? Will ich das? Ist das ein Item? Das ist kein Item. Das Ding ist, das Tor habe ich glaube ich schon mal gesehen. Ganz irgendwann am Anfang. Und zwar. Ja klar, da stand ich da oben. Okay, das heißt, wir gehen jetzt den Weg wieder zurück, den ich gekommen bin, in Hunter's Dream. Und dann werde ich leveln. Gemstone auf Waffen auf plus 6 bringen. Und was weiß ich was alles. Hier sind wir hergekommen. Also gucken wir mal ganz kurz hier runter. Ob wir in diese Fläche kommen. Ja, bekommen diese Fläche. Also fuck you. Die ich gesehen habe mit dem Foggate, obwohl es hier noch nicht ein einziges gab. Also fuck you. Das hier, was wir hier sehen, nämlich. Kann man hier hochlaufen? So cool gewesen. Hier ist ein Haus. Die habe ich alle erledigt. Bin ich da oben eigentlich hochgelaufen? Ist halt die Frage, das wird ja auch ein eben Shortcut gewesen sein. Ist halt die Frage, was kürzer ist. Zum Laufen. Okay, hier musst du an Piggyschen so vorbei. Das ist vielleicht auch nicht ganz so cool. Aber hier musst du eh lang. Um den Shortcut überhaupt offen öffnen zu können. Also gehe ich davon aus, dass der, den ich als letzter aufgemacht habe, der Shortcut auch der kürzeste ist. Obwohl das hier alles recht weit ist. Das ist immer richtig. Nee, Moment, falsch. Da hinten hoch. Alles gut. Hier hoch, genau.
Dann. Genau. Frage ist, ob ich das ein bisschen zusammen vorspulen werde oder so. Weil das Rendern dauert echt übelst lang. Lass mich raten, du bist in Wirklichkeit auch so ein Arsch. Stimmt, oder? Nice. Gardeval. Verstanden. Hier raus, ne? So war das. Das war ja noch der Typ. Der wartet hier auf mich. Aber dahinter quasi. Okay, Gott. Du weißt halt nicht, wann die Attacke ist und wann nicht, weil mit den Schlangenköpfen, das ist irgendwie crazy shit. Aber Quicksilver Bullets kostet das echt ohne Ende. Genau, und hier war, also das ist der Shortcut. Zwei Gegner. Okay, die habe ich hochgemacht. 55k. Ordentlich. Auch wieder kurz gehangen. Jetzt schon ein paar Hänger drin hier, ey, meine Güte. Das ist ja ein Exklusivtitel. Holy crap. Lass mich in Ruhe. Schon wieder. Läuft nicht ganz so rund. Bloodborne irgendwie. So. Da unten wieder. Ich verstehe das nicht. Ist ja auch egal. 55k. I must have drifted off. 55k Blood Echoes, das ist echt mal eine Ansage. Ich überlege, ob ich den Skill dafür ein bisschen reinhaue. Strength, Vitality. Machen wir lieber so. Und wir haben so gut viele. Wir kriegen noch ein Level raus, das ist nicht so viel. Vor allen Dingen ist ja auch das Upgraden total billig. Das ist echt günstig. Das heißt. Wir haben auch 3 7er gefunden. Können sogar einen 6er nehmen. Aber die sind gar nicht. Ja. Reicht das? Ach Mann, ey. Ich hätte es merken sollen. Reicht, Skill. Aber ob 499 zum Upgraden reicht, wir werden sehen. Weiß gar nicht, ob. Wo ist eigentlich German hin? Da hat uns doch der eine, der auch in der Odin Chapel sitzt, vor dem gewarnt, oder? Wir repairen erstmal. Achso. Ja, ist okay. Irgendwie, naja, okay. Wahrscheinlich gehen nur Schilde kaputt. 408. Okay, brauche ich doch noch ein paar Blood Echoes. Wie viele wohl? Wovon wir 5 hiervon? Ah, easy. Bisschen on. Okay. Ich habe einen Chunk, ne? Ah, da brauche ich ja 3 Chunks. Ja, ein Chunk ist ja hammer viel. Könnte ich auch auf plus. Na, aber nicht auf plus 6, nur auf plus 5 bringen. Ich könnte tatsächlich die kennen, die interessiert mich. Und Charts habe ich ja. Ah, die kannst du nicht upgraden. Okay. Ah, jetzt habe ich auch zu wenig Dingens. Kostet das Blood Gem überhaupt was? Weil hier hätte ich jetzt den krassen. Nice. Okay, jetzt machen wir erstmal meine Hauptwaffe. Skill Scaling. Buh. Arcane Attack Up. Ach, Sharpe Skill. Okay. Sie erinnert mich an Demon's Souls. Thrust Attack Up. Adept. Blunt Attack Up. Adept Blood Gemstone. Thrust Attack Up. Okay. Scheiße, der Sharp ist ja Mist für mich. Finde ich nicht gut. Ah, können wir hier vielleicht was Besseres machen. Na, genau das zum Beispiel. Arcane Attack Up.
Ja, genau, passt. Den Schwächeren habe ich rausgemacht. Da habe ich den Guten drin. 152 plus 91 gegen 165 plus 107. Okay, und Runen müssen wir noch machen. Ist halt die Frage. Ich habe keine Oath Memory. Aber hier hatte ich ja das hier. Ich meine, ein Blood Vial mehr oder weniger. Stamina. Die sind schon gut. Physical Damage Reduction 3. Bolt Damage. Frenzy Resistance. Slow Poison Resistance. Hab hier das Stamina. Am liebsten beides nehmen, aber dann. Wie viel Prozent macht denn das? More Echoes. Wahrscheinlich 10. Stamina 10%? Ja. Muss sagen. Mehr Stamina. Mehr HP wäre auch geil, aber nur 5%. Obwohl. Mit mehr HP steigt natürlich auch die Wirksamkeit der Blood Vials, ne? Das heißt, Physical Damage Reduction. Prozent. Angenommen, der macht 1000 Schaden. Da macht er nur noch 970. Ja. Was soll's, also. Weißt du? Ist jetzt nicht so viel. Ich weiß ja nicht, wie viel HP man hat. Deswegen kann ich damit mit 3% überhaupt nichts anfangen. Ich würde erstmal sagen, lieber 5% mehr HP als 3% weniger Schaden. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Auf 488. Kann ich mir eigentlich was Neues für Inside kaufen? Okay. Ashen Hunter, Guest Coin. Nee. Vielleicht brauche ich auch einfach mehr Insight. Guck mal hier. Quicksilver Bullets. Ich habe 43 auf Lager bei mir. Das passt also noch. Jo. Gut. Sieht echt sexy aus. Vielleicht kann ich hier die Chart noch anziehen. Ich passt es. Passt sogar wirklich. Ganz okay. Sieht sexy aus. Gut. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge, die wahrscheinlich ein bisschen viel Überlänge hat. Und hab jetzt alles erledigt und wir können dann wahrscheinlich in dieses Gebiet vordringen, wo ich tippe einfach mal, dass da ein Boss ist, weil Foggate ist halt ungewöhnlich. In Bloodborne so ohne Boss noch nie gesehen. Und genau, freue mich, dass ihr dabei wart. Und würde mich auch über ein Like, ein Abo freuen. Und natürlich freue ich mich über jeden Kommentar, über jedes Feedback, was ihr geben könnt. Und natürlich auch über darüber, dass diskutiert wird. Über Bloodborne und über diese geile Maske. Und ja, dann bleibt es mir noch zu verabschieden. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Teigster.